unser Startazubi hat das Startkommando mittlerweile in der richtigen Reihenfolge gelernt. Er hat die Hose auf die Strecke gelassen und jetzt geht's los. Sprinttempo, noch einmal alles raus aus dem Körper, was geht, und G-Bahn hat mächtig geschoben, das Boot hier unten auf der Startbahn Nummer 3. Die Mittelbahn, die geht im Moment noch nicht so richtig mit, dafür die andere Außenbahn. Und da haben wir schon gesehen, dass da meistens das Favoritensterben einsetzt. Gucken wir mal, wie Elmo sich da anstellt. Gestern hatte tatsächlich auch schon mal eine Bahn 1 gewonnen. Insofern, hier Elmos Daumen drücken. Platz 3 immer noch für die Mittelbahn, die jetzt aufkommt. Jetzt kommen die Kistenschwimmer. Die fangen immer sehr verhalten an und legen alles in den Endspurt, den sie heute auch schon zweimal leider Gottes zu spät angesetzt haben. Deswegen haben sie jetzt schon kurz nach der Streckenhälfte damit begonnen und schieben jetzt ihr Boot mit den grünen T-Shirts schon mal in eine etwas bessere, aber immer noch nicht führende Position. Sie sind immer noch an zweiter Stelle und jetzt machen sie noch mal die letzten Reserven. Das tut auch, das tut die beiden Teams jetzt hier richtig gut und auch den Ball ist noch raus. Das wird eine echte Nummer. Das wird richtig heiß für dich auf den letzten Meter. Gucken wir mal, was passiert. Mit Höchsttempo im Anmarsch. Darf ich die Energie?